two, one. Am ersten Weltmädchentag geht ein pinkes Leuchten durch die Welt. Das Empire State Building, die Niagara-Fälle in Kanada, das London Eye in London, die Pyramiden in Ägypten, das Red Four in Delhi. Also ich kann eigentlich nur sagen, gucken Sie heute Abend an den Himmel, irgendwo strahlt es pink. Und dieses Pink heißt, setzt ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Mädchen. Der Aktionstag der Vereinten Nationen, der auf eine Initiative des Kinderhilfswerk Plan zurückgeht, richtet mit dem Weltmädchentag den Fokus auf benachteiligte Mädchen. Prominenz und Ehrengäste solidarisieren sich weltweit mit der Kampagne Because I'm a Girl, die ein Zeichen für mehr Chancengleichheit setzen will. Unter dem Motto Setz dich in Bewegung für die Rechte von Mädchen engagieren sich zahlreiche Künstler. Also das ist wirklich mal eine Errungenschaft, oder? Das ist toll, dass das von Plan initiiert wurde, erdacht wurde und jetzt von den United Nations unterstützt und heute stattfindet. Das ist eine Errungenschaft, das ist ein Schritt, das ist ein erster Schritt und man muss gucken, ob man die nächsten Schritte dann genauso durchziehen kann und erringen. Ja. Parallel zu den Feierlichkeiten wurde in Berlin auch zum ersten Mal der Ulrich-Wickert-Journalistenpreis für Kinderrechte vergeben. Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich klar macht, gibt jedem Kind eine Stimme. Kinder müssen auch eine Stimme haben, denn sie haben Rechte und man muss seine Rechte verteidigen können. Wir müssen wahrnehmen, was in der Welt passiert, denn Wissen ist die Voraussetzung für Denken und Denken bestimmt das Handeln. Als herausragender Medienbericht in der Sparte National wurde eine Reportage für das Zeitmagazin von der freien Journalistin Caroline Imke mit dem ersten Preis gewürdigt. Die Kinderrechtsorganisation Plan hat angekündigt, die Lebenssituation von 4 Millionen Mädchen durch Bildung nachhaltig zu verbessern. Die globale Mädchenkampagne wird von den Veranstaltern als Meilenstein gesehen für den Einsatz für mehr Gleichberechtigung zwischen Mädchen und Jungen. Das pakistanische Mädchen Mahala Yousafzai hat in den letzten Jahren